Ab 15.000 Euro gibt es diesen Trailer hier und die Folierung, Jan, das ist schon netto plus Steuer. Die 15.000 Euro sind inklusive Mehrwertsteuer, allerdings ohne Seitenfenster, ohne Folierung, praktisch ohne Heizung, ohne Küche, ohne, also nackt. Also nackt, okay. Aber jetzt, wie er hier steht mit dem Dach und allem drum und dran, 30? Sowas in dem Dreh, ja. So, um die 30.000. Dafür kriegst du aber einen Stahltrailer, was ich total cool finde. Du kriegst den ganzen Trailer auch auf Wunsch komplett unausgebaut. Das heißt, wenn du handwerklich begabt bist, kannst du es alles selber machen. Das heißt, der wäre im Prinzip so wie der hier? Ja, richtig. Von der Optik, genau. Genau, genau. Und dann kann ich machen, was ich will. Oder weiß, so wie da drüber. Ah ja, ja. So, das kann man sehen. Also das heißt, Silber oder Weiß ist ohne Aufpreis? Ist ohne Aufpreis. Silber und Weiß ist ohne Aufpreis. Und da gibt es vielleicht als Zweiachs wieder drüber oder Einachs. Das geht beides möglich. So, jetzt hast du hier das... Macht die auch? Ja, auf Kundenwunsch, oder? Auf Wunsch, aber da kommt der Format. Das ist ja, jetzt unser ja, klar. Dekor. So, und da siehst du es sehr schön. Ihr habt jetzt einen neuen entwickelt mit Aufstelldach. Richtig, mit Aufstelldach, ja, genau. Somit haben wir sechs Schlafplätze in dem Anhänger drin. Praktisch unter drin, praktisch das Boxersystem. Gibt jeweils zwei Betten, sechs Stück, genau. Okay. Und dann das Hubbett, zwei Personen. Und dann auf das Aufstelldach nochmal zwei. Im Grundpreis ist die Tür mit drin, korrekt? Türe, Heckklappe und ein Fenster hinten. Und ein Fenster hinten. Richtig. Ist die Box auch schon dabei vorne? Die Box ist nicht dabei, die ist dann bei später Standheizung dabei. Die wäre bei der Standheizung, da gibt es verschiedene Pakete. Also bitte mal die Box zeigen. Die Leiter wäre auch noch nicht dabei, ne? Die Leiter ist auch nicht dabei. Die Leiter und die Teile, also wie gesagt, das ganze System ist ein Baukastensystem. Und das kann man bei der Stelle, wie man jeweils, wie man möchte. Das ist die kleine Box dahinter, bitte. Ja, man hat die Möglichkeit, da oben noch eine Dachterrasse oder irgendwas zu haben. Genau, Dachterrasse zum Drauflegen, aber eigentlich nicht offiziell. Eigentlich ist nur zum Beladen, Entladen. Es fällt das Geländer und das Anti-Rutsch natürlich. Ja. Genau. So, und das könnte man aber nachrüsten. Man könnte ein Klappgeländer reinmachen, wenn jemand handwerklich begabt ist, das Ganze machen. Das kommt ja mit TÜV und Fahrzeugpapieren allen drum und dran. Genau. Inklusive Steuer 14,99. Also genau, jetzt. Richtig, genau, nackt. Ja. Okay, nackt. So. Das ist aber schon dabei, das Riffelblech hier unten, das König. Dabei, genau, die Offroad-Räder sind wahlweise, sind auf jeden Fall auch dabei, genau. Schwarz Dekor außenrum, diese Ecke. Mhm. Und die Klappe ist dabei mit einem Fenster. Das heißt, wenn ich den jetzt als Motorrad-Trailer verwende, dann wäre das schon ausreichend, oder? Ist schon ausreichend, richtig, genau. Dann ist schon ausreichend, ja. So, dann komm mal rein. Warte, ich film mal ganz kurz einmal rein, dass wir das mal sehen. Und dann gehen wir nämlich mal schnell rein. Denn es ist nämlich sehr schattig. Haben wir Strom hier drin? Haben wir. Nicht viel, aber es geht. Ja. Und jetzt siehst du, also hinten hast du eine riesen Klappe. Wenn du die mal gerade schließt, die Klappe, dass wir das mal sehen. Also jetzt ist anschließend, es regnet schon wie Bolle. Ja. Schönes T-Shirt-Wetter. Es ist mitten im Sommer, drehen wir hier. Nämlich wir sind auf der Durchreise vom alten Camping Lenzing, haben wir mal Zeit gemacht, Halt gemacht in Trochtelfingen. So, es wird hier verschlossen und du stehst unterm Hubbett. Genau. Versteckt. So, das Hubbett, das habt ihr schon lange, oder? Das Hubbett. Genau, das haben wir praktisch, die ganze Elektrik haben wir hier angelegt. Hier ist praktisch rauf runter. Geht runter bis 20 cm über dem Boden. Und hier haben wir USB mit der Batterieanzeige. Zwei USB-Steckdosen. Dann haben wir hier normale Steckdose, 230 Volt. Hier haben wir auch noch zwei Steckdosen, beziehungsweise drei. Für einen Toaster, Grill oder für einen. Komm, ich zeig mal gerade die Küche. Das ist ein Küchenblock, ein Dometic-Kühlschrank. Auf Gas habt ihr jetzt hier drin? Nicht auf Gas, nee, das ist auf Elektrik dahin gekriegt. Auf Elektrik? Genau. Okay. Wobei wir auch eigentlich auch dann Kompressor, das ist ein Absorber. Achso, ihr habt jetzt geguckt, dass die Fahrzeuge gasfrei bleiben, ja, korrekt? Ja, richtig, genau. Das ist der Trend aktuell. Ja. So, und deswegen ist auch eine Diesel-Standheizung ist drin, eine Autotherme ist hier eingebaut, das ist der Wassertank. Genau. Da kann der Kunde aber auf Wunsch auch einen größeren Tank verbauen. Genau, größere Tank verbauen, separat Unterflurtank, wie schnell möglich, Abwasser-Unterflur oder das Abwassertaxi, alles möglich. Ja. Guck mal, hinter dir ist noch eine Tür, John. Da bin ich mal gespannt, was da drin ist. Da könnte man jetzt eine Dusche reinmachen. Ja. So, und das ist ziemlich easy, denn das kann hier unten auf dem Boden ablaufen und man würde dann einfach nur eine Schiene reinmachen, das Ganze abdichten. Korrekt. Oder halt, man braucht keine Wanne, oder? Hier brauchen wir keine Wanne, nee. Das wird zusätzlich nochmal abgedichtet und zwei Abläufe und dann brauche ich vorne Kante dran, ja, richtig. Das ganze Fahrzeug hier, der Anhänger, ist aus Stahl. Stahlblech verzinkt Pulver beschichtet, 4 cm Schaum und dann wird Stahlblech verzinkt Pulver beschichtet. Für die Ewigkeit, oder? Für die Ewigkeit, hier wird da praktisch, das sind Industrieanhänger, Industrieware. Krass. Das Dachzelt jetzt selber verbaut? Oder das hat haben das wir selber verbaut, ja, genau.
Gäbe es auch die Möglichkeit, was Winterfestes zu haben? Oder? Aktuell haben wir eigentlich das alte Winterfest dann hier unter. Ja. Okay. Es gibt übrigens von Raimos ein Raimo-Zelt, habe ich gerade eben gesehen. Gibt es noch außen für Winter noch eine Verkleidung? Ja. Und dann kannst du dann noch einen Schlauch reinführen. Das ist auch möglich. Also wenn man das weiß, man kann das nachrüsten. Und hier siehst du einen Kleiderschrank, der ist mit drin. Mach mal bitte auf, John. Jetzt mal angucken. Es hat eben so geregnet, es hat uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Und was ihr gleich mal sehen könnt, also auch die Auszüge von Häfele habt ihr überhaupt nicht gespart. Nee. Also auch hier aus Baden-Württemberg. Ah, Schwäbischer Betrieb. Ja. Das ist hier mit drin. Die Elektrik ist wahrscheinlich hier drunter? Die Elektrik ist nur hier und vorne in der Box. Das heißt, wir können wirklich tatsächlich mit Wasser reinigen, das ganze Ding. Ja. Jetzt regnet es wieder. Ja. Das heißt, die Elektrik ist vorne in der Box drin. Die Elektrik geht dann praktisch hier hoch und dann hier rüber und das war's dann. Und das ist Stahlblech. Du kannst hier gegenhauen, das macht ihm gar nichts. Oder Magnet. Ich glaube, die ganzen Bilder, die hier drin sind, sind auch magnetisch. Ja, korrekt, genau. Das ist alles magnetisch. Und das Boxensystem ist auch mal mobil. Das heißt, wir können praktisch alles leer machen. Wir können die Boxe rüber machen. Jetzt haben wir einen großen Tisch. Ich kann die vielleicht schon demonstrieren, wenn Sie möchten. Bitte, machen wir. So, man kann die... Wir haben jetzt Zeit. Das ist auch magnetisch. Warte kurz, das war jetzt zu schnell. Ich muss es einmal kurz zeigen. Also das ist, die Box ist magnetisch. Genau, die Wände sind ja magnetisch. Genau, da sind beide Magnete drin. Nochmal langsamer. Da sind jetzt in den... Versteckter in den Polstern Magnet. Sind Magnete. Genau. Und du klackst es einfach nur an. Genau, richtig. Wurde bloß angeknackt. Genau, und da hält es. Das ist ja easy. Genau. So, und das ist so eine Box. Auch die könnte man rausnehmen. Die können wir alle rausnehmen, genau, richtig. Wir können praktisch hier entweder hier ein Bett machen, das heißt, wir können praktisch die Türe aufmachen, hier rüber und praktisch so drüber und dann können wir dann praktisch hier ein Bett, zwei Bitter oder ein Bett, zwei Bett. Zeigen mal bitte, dass man das mal sieht. Also einmal komplett. Du öffnest die Türen, dann legst du anschließend die Polster runter. Genau, die Türen sind dabei gleichzeitig die Auflage. So, das sind die Auflagen. Ach, du kannst sie noch zusammenbringen. Da hast du ein Doppelbett hier unten. Ja, okay. Das heißt, ich müsste das Hubbett gar nicht haben, oder? Wenn man Kinder hat, schon. Wenn man Kinder hat, schon. Aber ansonsten wäre das Hubbett hier mit drin. Das können wir auch gleich mal komplett runterfahren zum Schluss. Und dann hast du hier die Boxen, dann kannst du es wieder zumachen. Genau. Das sind auch gleichzeitig Truhe. Das heißt, du kannst die beiden oben bestücken. Und hier ist dann auch der Radlauf hier. Setze. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt praktisch diese Boxe nehmen. Hier aushängen dann praktisch und hier dann nochmal einen Tisch machen. Dann hier einhängen. Jetzt mal einen Tisch oder hier nochmal auf. Das ist ja krass. Ihr habt euch da schon was bei gedacht, ja. Ne? Ja. Das heißt, genau, du hier diese Löcher auch drin. Das heißt, dann geht das praktisch auch hier auch. Genau, das wäre auch nicht. Und das Einhängen, dass es festhält anschließend, genau, wie funktioniert das? Über? Ach, da vorne. Genau. Hier das ist das System, da kommen die hinten rein. Genau, hänge ich schon ein. Das war's. So, das werde ich gleich. Dann wird's angezogen und ist gleichzeitig Ladungssicherung. Genau. Genial. So, damit du auch die Fahrräder transportieren kannst, sind Airline-Schienen fest verschraubt im Boden. Genau. Okay, die Box kannst du wegnehmen. Wenn ich die Seite mache, dann gibt's richtig gut Platz. Stimmt, falls du mal einen Umzug machen willst oder nimmst mal Fahrräder mit. Oder brauchst das Fahrzeug oder den Anhänger für irgendwas anderes? Ja. Du kannst ja damit alles machen. Das sieht man hier sehr schön. Umzug kann man machen, oder? Ja. Oder hier. Für draußen verwende. Hier ist nochmal ein separates Bett, Fahrrad, Hubbett auf halber Höhe, oben schlafen. Das heißt, du kannst ihn erstmal unausgebaut kaufen und kannst später auch die Möbel nachrüsten bei dir. Oder jederzeit ein Fenster zusätzlich, Dachfenster zusätzlich, alles im Nachgang, alles möglich. Für kleines Geld erstmal dich einrichten. Ist der Boden dabei, hier der PVC? Boden ist nicht dabei, nein. Ist auch wahlweise. Was kommt wahlweise? Der Boden kostet 280 plus Steuern, das sind ca. 350 Euro. Den würde ich aber reinnehmen. Also Boden ist nicht gut. Und die Schienen, die Airline-Schienen, was kosten die? Laufende Meter kostet 80 Euro. Gut, mit Einbau. Eingebaut, genau. Eingebaut. Ja, dafür baue ich sie nicht ein. Das ist schon viel Arbeit. Dann, ich habe schon gesehen, die Schienen sind auch nicht die billigsten, die ihr verwendet. Das hier sind Magnete, damit kannst du natürlich alles festmachen. Ja. Das ist cool. Und das Hubbett bitte mal runterlassen, dass wir es mal ganz sehen. Das weiß ich gar nicht, wie das geht. Ob der Strom da. Also das Hubbett, ja genau, sorry. So, oben das lassen wir auf jeden Fall mal offen. Also ja, das sieht man eigentlich noch runter. Ist das gesichert oder?
Und festhalten. So, dann kommt es ganz runter. Und wenn du mal gerade so nett bist, die Polster mal wegnimmst, dass es mal ganz runterfährt. Derweil. So, und die Polster weg. Und da hast du das Hubbett. Und das fährt bis ganz runter? Auf die 20 cm im Boden. 20 cm beim Boden. Das heißt, es liegt denn hier auf den Schränken auch später? Es kann aufliegen, es kann aber freitragend. 250 Beides Kilo geht. Traglast, ja genau. 250 Kilo. Die Schränke komplett weglassen. Genau. Ja. Oder dann auf dieser Höhe und das Fahrrad lassen und über die Schränke einsteigen. Ja. Ah, und du hast hier vorne hast du dann zusätzlich nochmal eine Schiene, da läuft das Bett mit drin. Genau, die Führung. So, jetzt könntest du schon einsteigen. Geh ruhig mal drauf schon. Mal draufsetzen. Das waren jetzt 75, oder was hast du? 65? 67 Kilo, die jetzt drauf sind. Und du sagst 250 Kilo, halten die Seilchen. Ja, genau, genau. Das ist ein Bergsteigerseil, oder? Vermutlich, ja. Vermutlich. Das ist der Zugaufteil, dieses Bett, ja. Okay, das ist hier mit drauf. Kannst du das Bett noch ein bisschen weiter runterfahren? Ja. Bitte mal zeigen. Nur, wenn sie drunter ist, dann ist eine Sicherung drin. Das heißt, das bewegt sich nur unter 50 Kilo. Ich kann es auch, wenn der Motor kaputt ist, von Hand drehen, oder? Ja, genau. Nur genau. Dabei, ja. So, jetzt fährt es noch weiter runter. Da sind die Polster mit drin. Ich glaube, du musst die Polster nochmal wegnehmen. Ja. Dann können wir es nämlich bis, ganz runter. Bis auf die Schränke. Ja, ich will mal, wenn jetzt jemand nicht mehr so gut zu Fuß ist beim Thema Einsteigen und der will jetzt nicht hochkabeln. Ja. Und wenn du die Matratze gerade mal anhebst, bitte, Jan, dass man auch mal sieht. Also hier vorne ist ein Lattenrost richtig drunter. Ja. Liegt mal auch wirklich bequem. So. Also oh ja, fahr mal runter. Aber da auf der Seite. Hängt es irgendwo? Das ist vielleicht, denke, man kann das einstellen auf die Neigung, je nachdem, wie der Anhänger steht. Ach, das geht auch noch? Das geht noch, ja, genau. Du kannst es auf die Neigung. Wenn er jetzt schief steht, kann ich das Bett gerade machen. Kannst du noch stellen, ja, richtig. Echt? Ja, genau, richtig. Ja. Genau, dann fahr es nochmal einen Ticken hoch. Das ist ja krass, du kannst es auf die Neigung einstellen. Ja, jetzt fängt er auch wieder an. Machen wir Stopp. So, und jetzt mal draufsetzen. Und jetzt brauchst du nämlich gar nichts mehr zu machen. Jetzt geht es einfach so. Also du sagst um die 30.000, wie er hier steht, oder? Ja, wir müssen genau nochmal schauen, was er gekostet hat oder kosten würde. Aber in den Dreh rum schätze ich, ja. So, hier ist nichts vom Fließband. Das heißt, ihr baut jeden Trailer in Handarbeit. Ja, genau, richtig, korrekt. Genau. Ist da noch was verdient dann am Schluss, wenn du den baust mit dem ganzen Einbau und allem drum und dran? Hast du die Preise gesehen, was sowas kostet am freien Markt in der Qualität? Das ist schon günstig hier, finde ich. Nee, ich schaue nicht auf den Mitbewerb, ich schaue auf uns. Genau, das muss einfach passen für uns. So, König Trailer, hier sind wir. Und der Besuch hat sich gelohnt in Trochtelfingen. Ungefähr zwischen Stuttgart und, wie kann man das sagen, Stuttgart und Bodensee. Alles das hier mit dabei geht los bei, was haben wir gesagt, 15.000. Ja, bei 15.000 Start ist, genau. Ja. So, danke fürs Einschalten. König Trailer GmbH Trochtelfingen. Da sind wir. Tschüss, danke.